Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei zockt, Prisenarchitekten Alpha 23. Die Frage nach diesem Tor ist leider noch nicht online gegangen, weil ich einen Tag Vorlauf habe. Und ja, aus diesem Grund ist es einfach so, dass ihr die noch nicht beantworten konntet und ich deshalb noch keine Lösung habe und ich deshalb aber immer noch versuche, irgendwie hier ja dieses Tor zu öffnen. Das hier verriegel, komme ich dann hier vom Rand aus irgendwie, das ist aber auch, kann man das denn nicht so ein bisschen machen, dass das Tor einen größeren Reichweite hat, dass man da irgendwie dran kommt, auch wenn unten drunter andere Sachen sind, das ist ja ein Drama, oder hier in der Schnittstelle. Ja, hier kann man es ganz einfach anmarkieren und kann sagen, okay, mach offen. Haut gut hin. Hier kann ich eigentlich gar nichts machen. Ich versuche mal was anderes. Ich versuche mal das Stück Mauer abzureißen. Sagt mal, was haben wir denn hier eigentlich für einen Knast? Ja, oh Gott, 12 Insassen kommen. Oh, wir haben 33 Gefangene hier drin. Das ist natürlich, wir sollten mal stoppen. Gefangene, stopp. Auf so ein paar Bettchen hier unterzubringen, ist natürlich nicht so das Rätsels Lösung. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was mit dem hier los ist. Ah, okay, gut. Jetzt macht er das so. Machen wir hier wieder verriegeln. Ich komm nicht ran an die Tür. Hier müsste ich doch die Tür erwischen. Ich bin überm Sprite. Es ist ein Krampf. Es ist doch ätzend. Hier funktioniert's, da funktioniert's nicht. Vielleicht haben wir ja Glück und vielleicht haben wir ja Glück und irgendwie kriegen wir es hin, dass irgendeiner von oben rankommt und jetzt hier dieses Dings da wegwirft. Ich versuch's halt mit allen Tricks. Der ist eigentlich entlassen. Und der soll 2 Stunden in Lockdown und keiner bringt ihn hin. Transportiert ihn mal bitte einer da rein. Ja, dann läuft nämlich mal der Lockdown runter. Und dann wird er auch entlassen und dann sind wir den mal los. Das gibt's einfach nicht. Was ist denn mit denen allen los hier? Abriegelung, 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 Abriegelung. Ja, dann packt sie doch mal in die Abriegelung. Was stehen die denn alle hier rum? Das kann doch nicht wahr sein. Gibt es denn wirklich keinen, der es irgendwie schafft, hier die Tür zu öffnen, wenn ich den da hinschicke? Da hat irgendeiner geschrien.
Aufgabe öffnet abgeschlossene Tür. Ich bin echt mal gespannt hier, was das hier noch gibt. Wir werden es weiter verfolgen. Ja, wir haben hier, was sind denn die Needs? Wir haben hier irgendwie ein Problem mit Needs. Das ist mir schon aufgefallen beim letzten Durchblättern. Die Jungs haben Hunger, die wollen Hygiene. Ja, scheiße, die wollen wahrscheinlich Closes, Kleidung. Wir brauchen noch, ja, ich bin so beschäftigt hier mit dieser blöden Tür. Wir brauchen noch eine Wäscherei. Wo machen wir die hin? Ich würde sagen, das bietet sich hier hinten an. Vielleicht sogar hier hinten oben. So als längliches Gebäude. So, machen wir hier auch noch eine Tür rein. So ein bisschen hier mittig. So ungefähr. Kriegen wir es hin oder so? Ja, so hört sich. Das sieht ganz gut aus. Dann brauchen wir hier Strom. Ganz wichtig. Dann brauchen wir hier Wasser. So, und was brauchen wir noch? Ich bin gerade am Überlegen, was wir noch brauchen. Ja, ich glaube, das war's. Dann kann es weitergehen hier. Vielleicht geht ja mal irgendwann irgendjemand hier hin und kümmert sich hier mal. Sag mal, bringt die doch mal einer in die Zellen hier. Das ist ja ein Drama. Warum bringt die denn keiner da hoch? Kann doch nicht sein, wir müssen doch hier die Leute mal ein bisschen hier versorgen. Ich finde das total für einen Eimer, dass wir hier nicht rankommen. Das kann unser ganzen Spielstand, kann das zerstören. Ich baue, glaube ich, auch nie mehr Trains unter einer Tür. Ist einfach viel zu riskant, dass sowas passiert wie da jetzt. So, die wackeln fleißig. Wichtig und gut so. Alles blockiert hier. Das ist der Wahnsinn. Wenn es Sprengstoff gibt, würde ich es hier wegsprengen. Ohne Scheiße. Ich hoffe schon fast darauf, dass es einen Aufstand gibt, dass sie die Tür zertrümmern. So, da liegen sie alle in ihrem Bettchen und schlafen. Und zwei sind über. Die sitzen auf der Bank. Wir haben wieder einige Drogenabhängige hier drin. Die derzeit nicht an Drogen kommen. Guti, so, wir haben den Raum hier einigermaßen fertig. Jetzt können wir hier hoffentlich eine Wäscherei reinmachen. Gucken wir gerade mal. Sehr schön, Wäscherei. Für eine Wäscherei brauchen wir natürlich eine Waschmaschine. Ist ganz logisch. Machen wir gleich mal zwei. Dann brauchen wir so ein paar Bügelbretter. Da bin ich jetzt gerade am Überlegen. Drei Bügelbretter tun's. Dann brauchen wir da Tische.
Wollte gerade sagen, geht uns das Geld aus? Ja. Und dann brauchen wir hier so ein paar Baskets. So, und dann sollten die das doch hier hinkriegen, dass hier möglichst bald ein bisschen was geht. So, gibt es hier Jobs? Können wir schon machen, Arbeitsplätze? Können wir schon mal 6 Leute zuteilen, die dann jetzt hier arbeiten dürfen, weil sie sich gut führen. So, hier haben wir wieder eine Mauer gebaut, dann ist das wieder zu und der Scheiß hier ist immer noch nicht weg. Ich frage mich auch, warum die das nicht wegmachen können. Ja, das ist ein Krampf. Gut, und wir brauchen einen Zellenblock mit 15 Zellen. Dürfen wir auch nicht vergessen. Wir lassen hier so ein bisschen Luft. 4, 5, 6, 7. Machen wir es so? Nee, ist blöd. Also, wir machen Mauer. 1, 2, 3 Mauer. 1, 2 Gang. Mauer. Ja, also doch so. Bauen erstmal hier. Haben wir hier einen Eingang. Das habe ich jetzt uncool gemacht. Hätte ich besser machen können. So, was wollen wir hier nicht? Lampen. Alle Lampen werden gelöscht, bitte. Danke. So, die Tür machen wir auf, dass die Bauarbeiter rein und raus können. Und dann fangen wir an, hier drinnen ein bisschen Zellenblock zu bauen. Und zwar 1, 2, 3, 4. Oder machen wir es so rum? Ich glaube, wir machen es so rum. 1, 2, 3, 4. Mauer. Und das hier ist Flur. So. Sieht doch schon ganz brauchbar aus. Machen wir da noch Gefängnistüren rein. Brauchen wir hier noch sowas wie Lampen. So, dann brauchen wir hier drin sowas wie Betten. Brauchen wir da drin sowas wie Toiletten. Brauchen wir hier drin noch sowas wie Strom. Ja, Strom legen wir oben lang. So, machen wir einfach so. Dann brauchen wir hier sowas wie Wasser. Das gibt schon eine größere Aufgabe. So, können Sie mal loslegen. Bin ich mal gespannt. Und pfeift wieder kräftig. Es ist einfach unglaublich, dass die versuchen, Löffel zu klauen hier in einer Tour. So, es gibt auch schon frische Klamotten, das ist doch auch schön. Geht doch schon ein bisschen was voran hier. So, hier spielen ein paar Billard. Ich bin übrigens am Überlegen, wir werden hier mal eine Wache reinstellen.
vorsichtshalber. Ich weiß ja nicht, vielleicht haben wir ja Glück und können dann mit den automatisierten Toren hier irgendwie was basteln, dass wir da das über Automatisierung aufmachen können oder so. Ich weiß ja auch nicht. Arbeitszeiten haben wir ja drin, oder in der Tagesplanung. Ja, sehr schön. Dürfen sie gleich arbeiten gehen? So, und hier oben sind die Arbeiter dran, ein paar Zellen zu bauen für unseren Gefängnisblock A mit 15 Zellen, wo wir 20.000 für kriegen. Ist ja auch nicht schlecht, nehmen wir gern mit. Wird alles noch ein bisschen umgebaut, bleibt nicht so. Ich glaube, im Endeffekt machen wir hier irgendwo einen Eingang rein. Wir haben hier momentan hier eine kleine Karte. Eine kleine Karte bedeutet, dass es schwerer ist, weil wir Landerweiterung kaufen müssen. Landerweiterung wird uns hier kosten 20.000 nach oben. Wird aber eigentlich nicht empfohlen, nach oben zu erweitern, sondern nach unten und nach hinten. Der Ratschlag hat folgenden Grund, dass der Anfahrtweg von oben nicht länger wird. Und damit die Staus nicht länger werden, falls irgendwas nicht abtransportiert wird oder wie auch immer. So, wie sieht's denn aus, Jungs? Aha, wir haben Strom, das ist schon mal gut. Das heißt, da drin wird es Licht. So, dann können wir das Ganze schon mal zu Zellen hier markieren. Und jetzt sind wir mal im Plan. Also, hier könnten wir eine Zelle bauen. Hier runter. Das ist natürlich schlecht. Dann machen wir das lieber anders. Dann machen wir lieber hier einen Eingang hin. Machen hier eine Security-Zelle hin. Also so eine Sicherheitseinzelzelle. Ergibt das Sinn? Das ergibt Sinn. So, Planung können wir wegmachen. Die Tür können wir ausbauen. So, die Tür können wir dann hier einbauen. Mysteriös. Können wir das Ganze hier mal nach hinten erweitern. So, bin ich mal gespannt, was da draus wird, was die Arbeiter da draus machen. Ist jetzt momentan problematisch, da rein oder da rauszukommen. Sei denn, der hier baut jetzt gleich die Tür dahin. Ah, na okay, hat noch funktioniert. Ja, sieht aber finanziell bei uns momentan ganz gut aus. Läuft. Kriegen wir schon alles hin. Hier in der Wäscherei, da ist auch Hochbetrieb. Da werden saubere Klamotten beigeschleppt. Keine Lampen bauen, bitte. Danke. Ja, und schon haben wir einen Eingangsbereich. Crazy.
Wie Holz? Achso, nee, ich will Dirt. Ich will hier die Platten abreißen. Dass das nicht missverständlich wird hier. So, dann machen wir hier auch mal noch ein paar Zellen hin. Nehmen wir hier erstmal eine Wand. Ich muss das jetzt gerade mal so ein bisschen per Hand bauen hier. Damit ich das ein bisschen besser planen kann, was da wo ist. Ja, sehr schön. Kriegen wir lauter Zellen hin. Noch nicht mal eine Holding, also nicht mal so ein Sicherheitsding. Da müssen wir dahin machen. So eine Isolationszelle brauchen wir da nicht mehr Notfall flicken. Ist ja eigentlich ganz super. So, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das heißt, wenn wir das fertig haben, haben wir hier 11 Zellen. Plus 6 Zellen sind wir bei 17 Zellen. Haben wir den Auftrag schon erfüllt. Schaut doch gut aus. Ist auch gar nicht mal so schlimm. Wir haben wieder einen Schraubenzieher-Dieb. Versteht das nicht. Was wollen die denn alle mit Werkzeugen? Wollen die echten Knast entkommen? Geht's denen so schlecht bei mir? Versteht das nicht. So, machen wir hier noch ein paar Toiletten hin. Dann brauchen wir noch Strom. Dann brauchen wir noch Wasser. Brauchen wir hier noch die Toilettenanbindungen. Knips, Knips und irgendwo hier in der Mitte machen wir auch noch einen Knips. Dann machen wir es hier. Und dann machen wir hier Room, Zelle. Wenn wir fertig sind. Ole, ole. Dann haben wir schon mal 15 Zellen. Ist so auch nicht schlecht. So, die Tür hier können wir dauerhaft öffnen. Kein Problem. Können wir machen. Haben wir keinen Stress mit. So, die Hausmeister, die waschen mal ein bisschen Wäsche. Das ist auch nicht verkehrt. Wir haben 31 Gefangene. 8 Stück können in Zellen untergebracht werden. Werden sie aber irgendwie nicht. Weil die alle hier drin schlafen, wird keiner verlegt momentan. Das kriegen wir ganz einfach geändert. Indem wir diesen Zellenblock hier für Lohgefangene machen. Und dann wird man sehen, dass die hier alle ganz schnell umziehen und alle ganz schnell da hochgebracht werden. Oh, wir haben den Auftrag schon erfüllt. Wir haben schon 16 Zellen, obwohl die noch nicht mal alle fertig sind. So, jetzt müssten da oben alle Zellen belegt werden normalerweise. Jetzt auch ein bisschen einfacher mit Lockdowns. Jetzt haben sie ihre eigene Zelle, in die sie eingesperrt werden können. Dann funktioniert das ein bisschen besser. So, der ist auch Abriegelung. Es ist immer ein Drama, Abriegelung. Tragt den doch mal einer da oder bringt den doch mal einer da rein hier. Da tickt das wenigstens. Ist die Chance, dass die Strafe irgendwann abgesessen hat, doch viel größer. Ich weiß nicht, warum sie das nicht automatisch machen. So, Toiletten binde ich deshalb mit diesen kleinen Rohren an die große Wasserversorgung an. Wenn ich die großen Wasserrohre da unten drunter durchziehe, habe ich das Problem, dass sie dann schneller in die Freiheit buddeln. Und das wollen wir ja nicht. Die sollen schon ein bisschen kämpfen, bis sie raus sind. So, belegt, 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 belegt,
Wahrscheinlich belegt, wahrscheinlich belegt, wahrscheinlich belegt. Dann sollten wir hier oben mal eine Patrouille einrichten. Wobei, das brauche ich nicht. Ist ja kein Hund. Aber ich sollte einen zuteilen, sonst läuft da nämlich keiner rum. So. Läuft eigentlich ganz gut. Haben wir doch schon mal wieder einen Zellenblock gebaut. Beim nächsten Mal wollen wir weiter gucken und vielleicht habe ich da einen Tipp von euch, wie ich das hier loswerde. Ich kann machen momentan, was ich will. Ich krieg's einfach nicht hin. Vielleicht nochmal ein bisschen offscreen probieren. Ich weiß ja auch nicht. Ist alles nicht so ohne. Wird sich zeigen. Ich sage an der Stelle erstmal danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht, hier zuzugucken. Und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Nick Frei zockt Prisnenarchitekten Alpha 23. Und nur damit es keine Missverständnisse gibt, das Ganze hier soll, wenn es fertig ist, irgendwann mal später in ferner Zukunft ein High-Security-Knast werden, in dem nur Schwerstverbrecher sitzen. Dass wir jetzt momentan mit Lois arbeiten, ist dem Aufbau geschuldet. Also sprich, wir testen unsere Gefängnissicherheit mit ein paar Leichtkriminellen und werden das Ganze noch ausbauen hier zu einem High-Security-Knast. Und das ist er zwar noch nicht, aber das soll er mal werden. Ich bin mal gespannt, wie uns das Ganze gelingt, ob es uns gelingt und wie viel Spaß es uns macht. Und ja, sag an der Stelle einfach danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.